Metallerz sah einfach ziemlich gut aus. Ich dachte schon, es gibt hier Titanerz noch unter Dings, aber nee. Na, schade. Schade. Dann, damit herzlich willkommen zurück bei Raft mit Schmiddi und Floki. Guten Tag. Wir liegen hier noch vor unserer Insel. Ich habe gerade mal Bruce in seine Schranken verwiesen. Smitty lootet da irgendwas rum. Ich will Zeug. Wir gehen ein bisschen tauchen. Wir brauchen neues Material, damit wir überhaupt hier weiter vorankommen. Smitty sagt, ich will neue Sachen bauen. Aber da fehlt uns natürlich so einiges für. Hauptsächlich Titan. Hauptsächlich Titan. Der Rest geht tatsächlich. Haben wir auf der Insel jetzt schon abgegrast, aber ein paar Sachen werden wir gleich nochmal angehen, die neu sind, die wir noch bauen wollen. Wo gibt's denn überhaupt mal was? Ich will hier nicht nur Schrott. Ich finde auch nur Schrott. Ich habe mal immer ein bisschen Metallbarren gefunden, das ist auch schon mal was wert. Ja, die habe ich, ein bisschen Eisen habe ich hier. Naja, aber das, was wir hauptsächlich suchen, natürlich Glibber, um mal wieder Tauchausrüstung herzustellen. Ja, gibt's hier keine Dinges? Seetang habe ich noch nicht gefunden. So tief kann ich ja nicht tauchen, weil jetzt musst du mich gleich wieder rausziehen aus dem Wasser. Wie, ich bin links um die Insel rum, du auch? Befürchte ich auch. Na scheiße, dann war es eine blöde Idee. Naja. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also, ich glaube schon. Aber wenn du gerade nochmal Metall gefunden hast und ich nicht, dann würdest du vielleicht doch andersrum. Vielleicht hast du es auch einfach nicht gesehen. Dann ist doch gut, dass du mir hinterher schwimmst. Das war wieder richtig. Aber ich finde hier nichts weiter, also... Das gibt's doch nicht. Nichts Glibberiges, also kein Seetang, kurz gesagt. Und zur ganzen Not müssen wir dann halt weiterfahren. Ja, ja, auf jeden Fall wird wohl nicht anders gehen. Kann man nicht mit diesen Ölfässern was machen, hier da und irgendwie unter Wasser liegen? Nee, die sind auch ich glaube nicht. So Deko-Zwecken da. So. Der gute alte Grabber hängt noch. Okay, na, wenn du sagst, hier ist nichts, dann komm zurück, dann fahren wir los. Oder, ja, auf die Insel nochmal lohnt sich auch nicht, ne? Hier ist noch was. Hier ist auch noch Metall. Ich hab hier noch ein bisschen Kupfer. Ja, genau. Ich auch grad. Aber... Ein bisschen Sand und so brauchen wir ja gerade nicht, ne? Wenn eher Ton wahrscheinlich, für die ganzen Gerichte, ne? Ja. Haben wir tatsächlich... Ja, nee, hier ist scheiße. Komm, ab. Da gibt's deutlich geilere Inseln. Die scheint mir nicht so seetankig zu sein. Nee, nicht wirklich. Gut, dann komme ich. Gehe ich hier an Land. Ah, ich habe Pilze gefunden. Oh, Pilze ist gut. Stimmt, Pilze brauchen wir eigentlich auch noch. Eine Höhle ist hier. Ach, was? Haben wir gar nicht gesehen. Naja, es ist nur so ein Durchgang, in Anführungszeichen. Oh, hier ist der Bär. Ja, ja, der ist vorne. Ha, na ja, klar. Ich glaube, das ist... Ja, Schmutz brauchen wir ja nicht, ne? Haben wir noch. Also, nö, ich glaube nicht direkt. Ich habe auch keine Schaufel dabei, aber... Aber gut, dass du fragst. Brauchen wir Schmutz? Aber gut, dass es tatsächlich wirklich gut, dass du sagst, ich habe nämlich auch keine einstecken. Sollte ich mal wieder aus der Kiste holen. Schaufel und? Was wollte ich noch? Ach ja, den Teildetektor. Der ist bald kaputt. Ich habe auch noch einen. Gut, dann fahr ich schon mal, ne? Warte. Achso, ja, ist schlecht, wenn du hinterher schwimmen musst, ist auch blöd. Nächstes Mal, wenn der so ein dicker Fisch auf dich wartet, machst du es alleine. Dann sag ich auch, nee. Ich fahr schon mal. Ja, dann geh ich. Dann Leinen los. Leinen los. Bis nach links, ne? Ja, ich mach gar nichts, das ist die Strömung. Achso, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt gegen stinken kann. Ja, doch, kann ich. Wenn du so weit gedreht hast, mach ich die Motoren an, nicht, dass wir gegen die Insel crashen. Ja. Also, fahren wir jetzt erstmal zu einer anderen Insel, oder? Ich würde sagen, wir fahren weiter in die Richtung, sehen aber zu, dass wir unterwegs vielleicht nochmal anhalten für eine Insel, wenn wir eine sehen.
jetzt nach rechts. Aber wir müssen erstmal um die Insel rum. So. Bisschen geht noch. Also ungefähr sind wir da jetzt, oder? Ja, ja, das passt schon. Endlich nochmal ab. Wir haben auch ganz schön wenig Netze nur noch dran, ne? Also hier vorne sind nur drei, das kann doch niemals so gewesen sein, oder? Waren wir so faul? Ne, kann auch sein, dass die Bruce weggebissen hat. Naja, über die Zeit. Aber es gibt ja auch die neuen, aber die können wir uns noch nicht leisten. Ne, die kosten ja leider Titanbarren. Richtig. Ein so ein scheiß Netz, vier Titanbarren. Naja. So, ich würde sagen, wir fahren mal eine Weile. Und wir sehen uns bei der nächsten Insel wieder. Dass mir die fleißig ist. Er hat ganz schön geknüppelt hier eine Beete. War ein Job übernommen. Aber wenn du nichts tust. Nee, einfach mal hinsetzen und zugucken, dann passiert schon trotzdem irgendwas. Ja, was passiert. Ich hab ein bisschen auch umsortiert in den Schränken. Okay. Fertige Metallbarren liegen jetzt einfach links daneben, ansonsten hat sich nicht so viel geändert. Rechts von uns ist eine kleine Insel. Okay. Die was taugt, weiß ich nicht, aber wir können mal anhalten. Sehr flach. Aber mehr als hinfahren können wir nicht umgucken. Ja, das stimmt. Achso, haben wir den Anker nicht gelichtet? Ja. Okay, ja, müssen wir, also können wir ja nicht fahren, ne? Richtig. Vergiss die Frage. Mach ich. Wenn ich Anker schmeißen soll. Das ist Eis. Eine Eisscholle. Dann fahren wir jetzt schon ins Eisgebiet. Halt trotzdem an. Mal ja mal uns angucken. Vielleicht gibt es ja irgendwas zum Abernten. Müssen wir eher rechts oder eher links vorbei? Also, warte mal. Eher geradeaus. Ja, eher links vorbei. Ja, meine ich ja. Oh. Oh Gott. Halt an. Soll ich Anker lichten? Ja. Hab ich. Wir sind da. Ja. Ja, für den Kontrollpunkt wird es echt Zeit, den bauen wir gleich. Ja. Aber das ist jetzt am sinnvollsten, als hier immer im Kreis zu laufen. Oh. Oh, ich muss gleich mal Dings nachfüllen. Sprit wieder anschmeißen. Ich habe gesehen, es sind die letzten Sachen drin. Dahinter? Oder hinter ist aber eine Insel. Dahinter ist eine coole Insel. Oder ist das schon unsere? Nee, kann auch nicht unsere sein. Aber da gibt's nichts. Hier gibt's gar nichts. Also hier gibt's ein. Halt, hier ist irgendwas. Ach, das ist ein Stück Kunst. Ich glitsche hier. Ich kann hier rutschen. Bleib mal stehen. Wenn du ein Stück läufst, dann slidest du ein bisschen. Und dann anhältst du. Ja, stimmt. Ja, 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 ja. Dann müssen wir jetzt aufpassen hier im Eisgebiet. Ja. Sonst können wir voll hier gegen die Schollen gehen. Ja. Und ruckzuck ist das Knie aufgeschlagen und dann? Oh, schneit auch noch. Oh mein Gott. Ich meine, immerhin scheint es nicht geil zu sein. Den Sprung auf. Aua! Na klar. Ich wollte gerade noch sagen, Bruce ist wieder da, aber ich dachte mir, du schaffst das noch rechtzeitig an Land. Könnte nicht anders, dass du sofort wieder beißt. Wo wollen wir jetzt hin? Dahinter auf die Insel oder links zu unserer? Nee, wir fahren dahinter auf die Insel. Achso, das ist ja die. Das ist tatsächlich die laut Dingens, oder? 600 Meter, könnte die schon sein, ja. Na gut, dann ist es jetzt. Kannst du mal Anker? Selbstverständlich. So, wollen wir jetzt in der Aufnahme mal den Punkt bauen vielleicht? Die zwei, drei Sachen noch? Unbedingt. Ich meine, ich hab's ja gerade wieder laufen, weil wir diese Eisscholle entdeckt haben. Okay. Schmeißt du die Motoren an? Ja, schmeiß mal ruhig an. Dann höre ich auch erstmal auf, wieder was anzubauen. Ja, wird's ja eh nur abgefressen. Eben. Ein bisschen was haben wir jetzt aber auch liegen. Also, ich glaube, ich streife die Insel. Oh ja. Kommt so weiter nichts ist. Kommt so schlecht voran. Hä? Nee, eigentlich nicht. Ja. Nee, hier rechts bist du weg. Wir fahren auf einer drauf zu gerade, ja. Ja, ja. Auf eine Eisscholle, ne? Siehst aber du? Ist das dahinter dich direkt die Insel oder müssen wir um die auch noch drumherum? Ich glaube, wir müssen um die auch noch drumherum. Okay. Dann schwenke ich nochmal ein.
Soll ich das Zeug mal bauen? Den Kontrollpunkt. Ja, bau mal. Währenddessen du hier uns durchnavigierst. Hoffentlich. Nicht, dass wir wie die Titanic gleich untergehen. Ein Wunder, dass wir das noch nicht sind, so, als wir die erste Eisscholle gesehen haben. was brauche ich denn? Schrott, Titan, Bolzen, Leiterplatte. Hast du Motoren auf Energiesparmodus gestellt oder? Nö, die sind so. Gefühlt sind wir langsam, aber vielleicht fahren wir irgendwie direkt gegen die Strömung oder so, kann sein. Aber wahrscheinlich nur, weil die neue Insel jetzt gerade reizt. Wahrscheinlich. Blanken, Titan. Aber ich glaube, das ist eine Fläche. Echt? Sieht, sah nicht so aus, aber sicher. Ja, ja. Ja, könnte sein, dass das hier so die so ist. Könnte wirklich sein, ja. Habe ich dir recht. Was kann, ob ich dazwischen komme? Sieht mir nicht so aus. Ich glaube, wir müssen hier gleich mal stoppen. Ja. Fahren wir mal ein bisschen rechts ran. Wir können ja per Rückwärtsgang rausfahren. Ja. Haben wir zwar ein Stück vor uns, so hier ist nicht viel erstmal, aber was soll's. Brauche ich denn für eine Leiterplatte? Das, oh Gott, wir sind da. Jo, Anker ist geworfen. Was sagt um das? So. Und was sagt um das Navi? Das Navi sagt, 400 Meter rechts. Da haben wir aber echt Schwein gehabt, ne? Mit was? Für eine Leiterplatte brauchen wir einmal glänzend hier Glibber. Ja. Wir haben gerade noch einmal Glibber. Okay. Muss man mal Glück haben. Das heißt, wir können keinen Safter bauen. Nein! Weil kein Glibber. Was mit meinen Smoothies? Die müssen erstmal warten. Dann quetsche ich mir ein paar Bienen aus. Kunststoff. Ich brauche Kunststoff. Oh, ich habe ja noch Dinges. Wie erstaunt du da hinguckst. Ein Tisch und eine Rose habe ich gelernt. Eine Rose? Eine Rose? 400 Meter darüber ist echt weit. Aber na gut, dann machen wir eine kleine Schneeexpedition. Ja, wenn nicht, müssen wir nochmal, können wir nochmal fahren oder so. Ich friere nicht fest und du jetzt nirgends deine Zunge dran. Na gut. Also ich würde den hier oben hinbauen, den Kontrollpunkt. Weil ist ja logisch, hier oben, ja, zu bauen. So neben unserem Navigationsgerät. Ich muss mal kurz, weil ich verdurste gerade. Ist klar. Müssen wir das auch noch wie verbinden? Was muss man verbinden? Achso, ja, könnte sein, ja. Ne, ging wohl so. Also angesprungen sind sie. Okay. Kannst sogar vorwärts und rückwärts direkt hier bedienen, wa? Ja, und du kannst den Anker bedienen da oben. Ach. Sollte eigentlich gehen. Ich bin gespannt, ob das dann auch so geht. Wir sind auch mit den Sachen direkt reingefahren, ne? Aber anscheinend geht das. Auf der rechten Seite. Ja, ja. Mit den Rädern, ne? Ja. Achso, bist du schon unterwegs? Wollen wir, oder? Nee, ich bin nur gerade ein bisschen rumgerutscht. Denn wir können sofort los. Wollte mich nur wieder leer machen jetzt, weil ich habe jetzt ein bisschen Zeug in der Tasche. Ja. Ich mach das hier erstmal in die Kiste rein, weil ich gleich noch gucken will wegen Bauen. Ja, da muss ich noch ein paar Haie durchbraten. Eigentlich nicht. So. So, ich ernte nur mal kurz ab. Nicht, dass uns die Viecher das hier klauen gleich. Ja. Also nicht reif. Noch geht, das können wir schon mal ernten. Was denn? Ich wollte dir beim Arbeiten zugucken, aber ich glitsche immer weg. So.
die noch absammeln. Scheiße, ey. Ich schätze mal, wir hätten einfach nochmal um diese Insel rumfahren müssen. Ich das auch, weil 400 Meter ist echt schon weit. Ja, wir werden sehen. Kann ich dir noch zur Hand gehen? Nee, ich habe jetzt die Kartoffeln abgeerntet. Die packe ich nur schnell in die Kiste. Die Ananas und die Dings, die ich geerntet habe, behalte ich gleich zum Essen. Oh, mein Speer ist ganz schön runter. Mal die Samen wegbringen, mich auffrischen mit Essen und Trinken und dann ja, können wir auch schon los. Und was zu essen hier liegen. Ja, auf dem Grill. Zwei Metallbar und ein Bolzen. Naja. Willst du davon auch noch was? Weil ich muss das, was auf dem Grill liegt, schon fast essen, dass ich überhaupt losgehen. Nö, mach mal. Ich kann mir nachher wieder die Finger wund angeln und grillen. Das wollte ich hören. Natürlich sind die Highsteaks fertig. Hast du gesehen, dass ich einen Holzschrank aufgeräumt habe und so? Ja, habe ich gesehen. Ich habe in dem einen schon was reingeschmissen, aber nicht wundern, das habe ich nur gerade reingeschmissen, weil wir los wollten. So, wir können. Werde ihn einfach im Meer versenken. Hast du ein Dings dabei, hier so ein Suchgerät? Nee. Gut, dass du sagst. Aber ich glaube nicht, dass wir auf dem Eis was ausgraben können, aber. Ja, klar, Mensch. Du musst wahrscheinlich auch noch einen Pickel bauen. Aber meins ist nicht mehr so gut. Meins ist auch nicht so gut. Müssen wir dann mal neue bauen. Ja. Was kosten denn die eigentlich? Gleich wird es wahrscheinlich dunkel. Aber auch. Schalldetektor kostet. Es geht. Eine Batterie bräuchten wir dafür. Dafür bräuchten wir aber Leiterplatten. Das heißt, dafür bräuchten wir Glibber. Ja, wir müssen unbedingt tauchen gehen. Wir kommen ja auch hin, wo wir hin wollen. Ja, ich glaube nicht. 400 Meter entfernt parken. Ja. Du hast gesagt, hier ist es. Du hast es gesagt. Ich habe gesagt, ich gebe dir recht. Das hätte ich mir nochmal überlegen sollen. Ist hier eine Höhle? Nee. Wir machen doch keine komplett leere Insel hier hin. Was soll denn das? Wir gehen mal hier hoch, oder? Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Weil die Antenne habe ich schon gesehen. Du hast schon eine Antenne gesehen? Ja, ja, aus der Entfernung. Man kommt hier nicht hoch. Jetzt kommst du hoch. Da kommen wir hier hoch. Guck, da ist guck was. Mal. Falsche Seite wahrscheinlich, von der wir jetzt hier ankommen, aber ist auch egal. Ja, scheiße und dran. So, warte. Schön. Mal das Bild mitnehmen. Oh Gott, erstmal alles ist Knochen gebrochen. Die mögen keine Gäste. Nee? Nee, die haben Türen zugemacht hier. Tritt die Tür ein. Die Axt dabei, schlage ich sie kaputt. Ich hab, oh, warte mal, hier ist zum. Geht nicht. Ah, benötigt Stromkabel. Aha. Steht hier dran. Müssen wahrscheinlich erstmal einmal durchgehen. Oh, die Nase juckt. Um überhaupt am Anfang anzukommen. Wahrscheinlich, ja. Hier benötigt auch ein Stromkabel, okay. Da wahrscheinlich auch. Also wir brauchen Stromkabels. Können wir das ganze Ding hier versorgen? Hier hinten ist die Antenne, die ich gesehen hatte. Ja, scheint wohl, dass wenn die ganze Bude mit Strom versorgt werden muss. Das ist ein Schneemobil. Du kannst du mitfahren? Nein. Ist festgefroren. Vor allem die Scheibenwischer sind festgefroren. Ah ne, die andere Antenne da links habe ich gesehen, nicht die hier rechts. Ja, da unten, ne? Ja, hier ist eine und links ist auch nochmal eine in der Entfernung. Ah ja, stimmt. Die habe ich wohl gesehen, das muss die, weil die relativ hoch ist. Boah. Ich hätte bei der anfangen müssen. Ja, wir gucken jetzt mal nach dem Weg, der uns hier wegführt quasi. Ja. Ah hier. Halte E zum Aufnehmen von Stromkabel gedrückt. Ah. Nehmen wir mal das Stromkabel raus aus der Bude. Mach mal. Stopp's mal überall rein hier. Zwei Stück habe ich. Ach, zwei Stück. Okay. Lass uns das mal weitersuchen. Ja, hier links war noch so ein Bunker. Ui, da ist noch ein Schneemobil hier, so ein kleines.
Das können wir sogar benutzen. Jo! Ich komme. Ich sitze. Oh, Alter, krass. Okay, hier geht's rein. Warum fährst du denn alles einfach zu, vor die Wand? Ich dachte mir, die 5 Meter laufe ich nicht. Ja, gut. Wahrscheinlich ist es für einen Rückweg gedacht. Gut, dass wir über die Hügel rein sind. Ja, ja. Gleich ein bisschen. Oh! Hier sieht's aber nicht gut aus. Oh, oh. Stirbst du? Nee, ich habe nur einen Strahlungs... Ah, gibt's... Was, wie kriegen wir das mit der Strahlung hin? Hat man das schon mal? Nee. Gab's dafür irgendwas? Müssen wir dafür irgendwas finden vielleicht auch erst, bevor wir hier rein können? Ich glaube, mit Strahlung ist nicht so cool. Hast du Energie verloren? Ja, ein bisschen. Okay. Also, dann... Sollte man nehmen. Dann fahren wir mal zur Antenne, würde ich sagen. Ja. Oh Gott. Eisbär. Oh. Eisbär. Nein. Aua. Mein Speer ist kaputt. Du musst ihn kurz alleine beschäftigen. Nein. Jetzt bin ich da. Pieks ihn. Ich piekse doch. Ja, ah, da ist er schon. Da. Okay. Er winkt noch. So. Nehmen wir nochmal mit. Der denn schön ist. Das gleiche? Ja, ist wie so ein normaler Bär, nur in weiß. Okay, nimm dir mal die Stromkabel hier. Ja, ich nehme auch mal was. Wollen wir nochmal ein bisschen rumfahren? Gucken, was es so gibt. Achso, Metalldetektor. Wie steckt der vielleicht an? Nee, hier jedenfalls gerade nicht. Nee. Scheint ja auch relativ groß zu sein hier. Da ist noch ein. Übrigens da hinten Antenne. Ich will auch mal fahren. Was, wo? Da rechts ein bisschen, aber da ist der Abhang, vorsichtig. Aber fahr jetzt mal zum Hangar hier vorne. Ah ja. Okay, das ist nur ein. Ah, das ist noch eins. Drin. Können wir beide eins nehmen? Wahrscheinlich können wir dann beide eins nehmen. Geilo. Jo. Nice. Wie ganz. Genau das wollte ich eigentlich nicht, aber. Okay, ich komme nochmal hinterher. Jaja. Das macht voll Laune. Aber ich werde meins wohl nicht so lange haben. So, Kabel. Hier ist ein. Kabel nehme ich. Ist da irgendwas im Wasser? Nee, ist zugefroren. Okay. Irgendwie so aus, als wenn das. Ah, ja, doch. Metalldetektor schlägt nicht an. Da hinten ist noch eine Station. Ah, ja. Wollen wir erstmal die Station haben, würde ich sagen. Ja. Das ist noch ein Eisbär. Bitte. Unten. Achso. Bei dem nächsten Mast. Oh, wo ist denn, hinter ist dir. Achso. Na. Scheiße, will. Falsche Ansicht. Pixin. Nee, ich bin gerade nicht da. Aua. Ich bin so langsam. Komm. Ich komme dir nicht. Jetzt. Okay, warte. Ich bin. Da bin ich. Alter! Der richtiger. Springbär. Ja. Oh, der ist ja weg. Oh, ist gerade mein Speer kaputt gegangen. Na, dann kriegst du ja. Hast du einen neuen mit? Ja, hab ich. Oh, hallo, hier gibt's ich möchte dich abernten. Hallo, hey. Ernte ihn ab. Den kann ich nicht. Oh, hier wird's aber... Eisbärenkopf. Kannst du? Ja. Oh, was nicht Schönes. Sieht sehr einladend aus. Und dann mal rein da. Wird doch gerade dunkel. Ja, das stimmt. Oh! Nein! Nein! Midi? Super. Bist du auch unten? Ja. Müssen wir wohl durch jetzt, nicht jetzt die große Wahl. Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich hätte gern ein Schneemobil. Jetzt müssen wir hier ins eiskalte Wasser? Noch tauchen. Stimmt denn mit denen nicht? Oh nein, hier sind Fische böse. Ein Angler. Ja, ja. Aua. Jo, der frisst mich komplett auf. Er ist tot. Denk an deine Luft. Ja, die ist schon wieder dünn. Jetzt, oh Gott, ich muss nochmal zurück. Mach das. Ja, war gerade schon wieder leicht panisch, weil es zwei Wege gab. Das geht immer schnell, weißt du ja. So. Du bist rechts? Ja, hier geht's auch raus dann. Aber jetzt noch ein Anglerfisch. Ich muss nur kurz Luft holen. Komm wieder rein. Du bist nicht rechts. Da gab's doch nur einen Weg. Nee, da gibt's zwei Wege. Also, naja, wahrscheinlich geht's da nicht durch. Das weiß ich nicht so genau. Aber... Ja, ich glaube, das war's. Deswegen habe ich das gleich gesehen und bin... Oh, der Anglerfisch gibt auch Glibber. Ach, was? Ernsthaft? Ach, Tatsache, ja. Ein halt zwar nur, ja. Nur aber besser als nix. Das stimmt. Und da. Park. Hallo. Nicht hier am Fußboden. Ah, guck mal, was da liegt. Was liegt da? Kaufsautomatenmarke. Oh. Können wir das einkaufen? Also, noch nicht so viel wahrscheinlich, aber. Da brauchen wir die komischen Fische für und. Ja. Anderes komisches Zeug. Was kann man das? Mischstapel. Ja, irgend sowas. Oh, schick. Jo. Ich leg noch mehr Verkaufsmarken. Stopf sie dir alle in die Tasche. Mach ich. Was das Schlimmste ist? Ja? Ich bin bald relativ hungrig. Hast du nichts zu essen mitgenommen? Nein! Oh Gott. Richtig, nein. Hast du denn nichts mitgenommen? Was klebt denn hier alles an der Wand? Hier ist ein Hinweis. Eats. Oh, okay. Interessante Notiz. Hier ist ein Hinweis. There's bears all over this frozen island. Aha. One of them completely wrecked the boat when we tried to get away. None of the usual tricks worked either. Henry and I would have been eaten if that boy with the air horn hadn't showed up. His name is Detto. Says he came here with some survivors. I asked Henry if I should trust the boy. But I didn't get an answer. Detto mit dem Airhorn? Wer weiß. Geht's an den Wurzeln? Geht's nicht raus? Wir müssen nach oben. Ne? Ach, hier. Ah. Hier ist der Eingang. Ah, ja. Oder beziehungsweise. Wo wir durchgekracht sind. Okay. Ja. Können wir außen rumlaufen. Okay, dann. Nach oben. Würde ich sagen. Also, im Notfall kann ich dir. Ich habe noch drei Highstacks. Aber. Ja, ja. Mit einem bin ich da erstmal zufrieden. Hier ist noch ein Hinweis. Oh, ja, nehme ich mal auf. Münze? Einen Hinweis bekommen hier, sondern noch eine Zeichnung. Okay. Ah ja, müssen wir dann mal reingucken. Ich gebe vier Stück davon auf jeden Fall. Metallbaren Glas und Schrott waren hier in der Kiste. Hab schon gedacht, das wäre Titan gewesen. Okay, vielleicht kriegen wir ein, zwei Titanbauen, das will ich nicht ausschließen, aber. War's ja wohl. Ich befürchte, wir müssen einfach zurück zum Schiff wegen dir, wegen Essen. Hier ist eine Schildkrötentasse. Die mitnehmen? Nee, leider nicht. Oh, hier ist aber duster. Jo. Oh, hier kann man Sachen machen. Jo, hier kann man Sterne angucken. Echt cool. Ich nehme mal den Hinweis noch auf. Was okay, hier haben wir einen Tresor. Da brauchen wir die Nummer für. Wahrscheinlich die dann uns irgendwann bestimmt verraten wird. Hauptsache erstmal irgendwas eintippen. Ja, ja. Vielleicht hast du Glück und erwischt den richtigen Code. Ja, dann hätte ich es gefeiert. So, was haben wir hier für Hinweise bekommen? Temperance. Der erste fehlt uns. Ja, wir haben hier auch in der Mitte angefangen. Ja, eben. Beziehungsweise ganz hinten. Kann man da aber richtig reingucken? Kann man da nicht, oder was? Nee, kannst nur... verschiedene Sternbilder. Aber es dreht sich halt. Also du guckst halt mit dem Fernglas auf den Monitor, ne? Dann dreht sich das hier um tatsächlich raus. Okay. Ja, stimmt. Ich habe letzte Zeichnung gefunden. Das ist ein Haken. Ich habe noch einen gefunden. Jo.
Jetzt sind alle vier da. Okay, komischer warte mal. Vogel, der ein komisches Gesicht sieht mit einem Haken und dann auf dem Floß landet. Moment, das kriege ich raus. Ja, den Vogel, der Vogel ist eins. Ja, steht ja auch dran. Ja, das muss man doch hier... Ach, also, du meinst, dass du das dann in die Reihenfolge bringen musst? Ja, ja. Also da sind Sterne. Du musst wahrscheinlich die Sterne zählen. Das ist, was ist denn das? Aber es gibt doch kein Floß als Sternbild. The boat is ready to go. Detto is ready with the air horn and Ruben can at least walk. Henry is staying behind. It's bittersweet. He doesn't speak with me anymore, but I think it's safer for someone to stay behind. Detto says there's a place with lots of people. Ruben says Astrid might be there. She definitely isn't here in this cold place. It's nice talking to people. Mit ich hab Hunger. Was geht das hier los? Na, ich habe jetzt gedacht, man könnte die Sternbilder, weil hier sowas wie ein Haken gibt's hier. Ja. Essen. Ich kann das nicht aufheben, was auch immer das hier ist. Ich auch nicht. Das ist ein Steak, war das für dich? Okay. Dann, hast du ein Problem und ich auch, weil dann haben wir einen Steak verschwendet für umsonst. Nee, das ist es anscheinend nicht, was ich gedacht habe, oder? Hm, das müssen wir nochmal rausfinden. Dann in der nächsten Folge, ich spurte jetzt erstmal, obwohl ich komme gar nicht mehr zu. Ah, warte. Achso, du musst ja was zu essen haben, ne? Ja. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass hier an den Sachen, hier an der Wand, guck mal hinter dir. Ah, okay. Zahlen draufstehen. Ah ja, dann haben wir es ja, denke ich. Aber dann müssen wir nochmal gucken, welche Reihenfolge. Aber wir müssen erstmal dich versorgen mit Essen. Ja, das stimmt. Aber ich... keine Ahnung, ob ich es überhaupt schaffe. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. War eine interessante Folge. Bis zum nächsten Mal, Raft. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Also ich habe die Treppe gar nicht gesehen eben. Ich denke, ja, scheiße, wo geht's denn jetzt hier schon wieder weiter? War hinterm Tisch versteckt.